Hallo meine lieben Schützen und herzlich willkommen zu eurem Löwe-Portal-Reading. Das Löwe-Portal am 8.8., das ist so ein großer energetischer Wendepunkt. Und um diesen Wendepunkt für euch abzufragen, habe ich schon mal ein paar Karten aus dem Deck springen lassen. Ich habe mir auch wieder so ein kleines Legesystem überlegt. Und da gehen wir jetzt gleich gemeinsam durch. Für dich ist am allerwichtigsten, mein lieber Schütze, dass du dich hier in diese Legung hineinfühlst und schaust, ob da eine Botschaft für dich enthalten ist. Wenn du das Gefühl hast, dass das nicht deine Situation ist oder auch nicht deine Energie beschreibt, dann mach das Video bitte einfach aus, denn dann ist diese Botschaft für einen anderen Schützen bestimmt. Das hier sind allgemeine Legungen, das heißt, nicht jeder Schütze, der hier einschaltet, wird sich auch in diesem Video wiederfinden. So, meine Lieben, ich kann schon mal sagen, vielleicht habe ich direkt am Anfang schon einen Titel für diese Legung, nämlich die Freiheit ruft. Ich habe das Gefühl, du hast ein unglaublich starkes Bedürfnis, dich von irgendetwas zu lösen. Frei zu sein. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Konstellation, aber frei zu sein. Wir fangen mal an. Ich fragte hier nach deiner Energie. Und da fällt die Hohepriesterin. Und die Hohepriesterin ist tatsächlich eine in sich gekehrte Energie, ist in die Seele reinhören. Vielleicht tut sich irgendeine, na, vielleicht stehst du gerade einfach in einer sehr guten Connection mit dir selbst und merkst so, meine Seele hat ein Bedürfnis und es teilt es mir mit. Ne? Ich sehe hier bei dieser Hohepriesterin immer die Downloads. Vielleicht fühlst du dich gerade super verbunden mit dem Universum und merkst einfach so, dass deine Seele eine Botschaft für dich hat. So nehme ich es wahr. Ich habe das Gefühl, du merkst gerade, dass deine Seele eine Botschaft für dich hat. Wir klären das alles natürlich auch gleich noch ab, um da ein bisschen genauer auf alles einzugehen. Dann frag dich hier nach deiner Hoffnung. Und da fielen die neun Schwerter und der Turm. Deine Hoffnung ist, dass sich eine Situation, die dich stresst, Sorgen, Selbstzweifel, keine Ahnung, dass irgendetwas passiert, der Turm ist Divine Intervention, also das Universum greift ein, dass irgendetwas passiert, was dir diese Sorgen und diese Zweifel nimmt. Aber ich sehe auch die Hoffnung, dich selbst aus so einer Situation lösen zu können oder, keine Ahnung, den Mut, die Kraft zu haben, Harakiri, ne? Der Turm ist oft so eine Harakiri-Energie, Harakiri zu machen und dich wirklich aus irgendetwas zu lösen. Keine Ahnung, in welcher Situation du bist. Aber der Teufel sagt mir, irgendwas in deinem Leben, du fühlst dich irgendwo eingeengt, du hast irgendwo das Gefühl, es ist zu viel. Ich muss auch sagen, der Turm ist Uranus-Energie. Und wir hatten ja jetzt gerade diese krasse Mars-Uranus-Mondknoten-Energie. Vielleicht ist irgendetwas passiert. Vielleicht merkst du gerade diesen Umbruch, der irgendwie stattfindet und du hoffst, dass daraus eben einfach richtig gute Dinge für dich entstehen. I don't know. Dass die Veränderung, die in deinem Leben passiert, ne, dich aus was auch immer herausholt. Ich fragte hier an der Position, wo das Ast der Kelche rausgefallen ist, nach deinen Ängsten und deinen Sorgen. Und ich weiß nicht, ob du gerade ein bisschen Angst hast oder ob es dir gerade schwer fällt, auf deine innere Stimme zu hören, wirklich das zu tun, was dein Herz dir sagt, auch wenn es irgendwie ein Neuanfang bedeutet, dich auf das Neue einzulassen, weil es vielleicht auch irgendwie ein bisschen überwältigend ist. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber hier frag dich nach der Situation. Und die Situation ist der Teufel. Das heißt, der Teufel kann so viel sein. Ne? Der Teufel steht für Dinge, die uns klein halten. Das können Selbstzweifel sein. Das kann der Teufel Steinbock-Energie, das können Jobsituationen sein, das können Menschen sein, die uns nicht gut tun, das kann ein Leben sein, das sich einfach nicht mehr so anfühlt, als wollten, ne, als wäre das unser Leben. Das können schlechte Angewohnheiten sein, ne, Alkohol, whatever. Aber ich habe das Gefühl, du bist in einer Situation, bei der du selber bereits in dem Prozess bist,
zu merken, das fühlt sich nicht mehr stimmig an für mich. So will ich nicht mehr fühlen, hier will ich nicht mehr sein. Ich will frei sein, vor allem, weil hier der Narr liegt. Ich fragte hier, wo der Narr rausgefallen ist nach deiner Chance und nach deinem Wendepunkt. Und der Narr ist absolute Freiheit. Der Narr ist die erste Karte der großen Arkana, ne, ist Null. Bei Null beginnen, und ich habe das Gefühl, du bekommst eine Chance, hier auszubrechen oder etwas hinter dir zu lassen, etwas abzustreifen. Und auch das klären wir natürlich gleich noch ab. Aber ich frage dich hier an der Position, wo die 8 Stäbe rausgefallen sind, wie kann ich es anstoßen? Ne? Wie kann ich diese Veränderung anstoßen? Und ich habe das Gefühl, du musst möglicherweise so ein bisschen aus dieser Energie herauskommen. Die Hohe Priesterin ist eine schweigende, ist eine zurückgezogene Energie. Und ich habe das Gefühl, so in dir ist schon dieser Prozess am Laufen. Ne? Dieses, ich brauche Veränderung, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, meine Seele hat Botschaften für mich. Aber ich habe das Gefühl, es geht jetzt irgendwie darum, es rauszubringen, es hinaus zu posaunen, es auszusprechen, ne? Erste Schritte zu gehen, in Bewegung zu kommen, whatever. Aber ich sehe, deine Seele ruft nach Freiheit, in welcher Form auch immer. Genau, meine Lieben. So, jetzt schauen wir mal nach, was der Rest der Karten hier noch sagen will. Ja, okay. Gut, finde ich gut, liebe Schützen, im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt ist immer die Energie, die die Gegenwart betont. Die einzige, na, oder in der Vergangenheit leben oder in einer Zukunft leben, die es noch nicht gibt, ist eine Illusion. Alles, was wir haben, ist Hier und Jetzt. Ich habe auch zu diesem Thema tatsächlich eine Buchempfehlung. Das Buch habe ich gerade angefangen. Ganz viele von euch werden es kennen. Das ist eigentlich ein Klassiker in der Spiritualität. Und zwar ist das von Eckhart Tolle oder Tolly. Ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher ist oder ein Engländer. The Power of Now, das gibt es auch auf Deutsch. Die Kraft des Jetzt. Vielleicht lesen, ne? Dass die einzige, da geht es so darum, im Moment zu leben. Hatte ich auch vorgestern ein Gespräch mit einer Freundin von mir, dass Tiere uns eins voraus haben, dass die immer im Moment leben, dass sie nie im Gestern oder im Heute leben. Vielleicht ist das ein Hinweis für dich, dass im Hier und Jetzt eben die Chancen für dich liegen, aus irgendetwas herauszukommen und eine neue Welt zu betreten. Ich muss tatsächlich sagen, wenn wir das mal so hinlegen, ja, die Macht der Fantasie, interessant, dass das genau, wir lassen das so legen, dass das genau die Energie hier ist, ne, aus dieser Teufelenergie herauszukommen und in die Freiheit einzutreten, was auch immer die Freiheit für dich bedeutet, meine lieben Schützen. Aber die Chance, diese Freiheit zu erlangen, liegt offensichtlich im Hier und Jetzt. Und wie gesagt, lest euch mal dieses, oder wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lest euch dieses Buch durch. Ich habe gerade erst angefangen, aber ich finde es wirklich super. Die Windungen, irgendwelche Kreisläufe zu verlassen, irgendwelche Teufelskreise zu verlassen, in die Balance zurückzukommen, in die Ausgewogenheit. Das Drama hinter dir zu lassen, dein eigenes Drama, Situationen, die einfach nur stressig sind, whatever. Aber deine Seele, und das ist das, was ich hier wahrnehme mit der Hohenpriesterin und dem Ast der Kelche, deine Seele wünscht sich ganz dringend eine krasse Veränderung. Und vielleicht hast du gerade noch ein bisschen Probleme, diesen Impulsen zu folgen. Und der Narr, ne, was Unüberlegtes zu machen, ein Risiko einzugehen, weiß ich nicht. Das ist vielleicht deine Chance. Eine Botschaft hier noch für meine Schützen. Meine Lieben, der Turm. Nochmal, ne, im Wandel. Und Yang-Energie, I love it, den will ich auch raus tun. Okay, alles klar. Meine Lieben. Du hast gerade eine Chance, diese Veränderung herbeizuführen. Diese krasse Veränderung, die in deiner Hoffnung liegt. Aber du musst was tun. Ne? Das ist, die Yang-Energie ist Handeln, ist konkrete Schritte. Das, was deine Seele dir sagt, und das nehme ich wahr, du hast bereits
eine Idee. Du hast bereits, ne? In dir ist es alles, fügt sich das alles zusammen. Die Botschaft deiner Seele hat dich bereits erreicht. 8 Stäbe, was hilft dir? Ne? Wie kannst du diese Veränderung anstoßen? Durch Aktion, durch Aktionismus, durch von intern zu extern, von leise zu laut, von mache ich nur mit mir aus, posaune ich in die Welt hinaus. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das bestätigt diese Yang-Energie. Ich lese euch die Yang-Energie vor. Aber jetzt ist die Zeit für große Veränderungen. Yang ist die erste Karte in diesem Orakeldeck. Yang ist das männliche Prinzip des Handelns. Yang ist der Herrscher. Herrscher ist Widder-Energie. Widder ist das erste Zeichen in der Astrologie. Das heißt, mit Widder-Energie, mit Handeln, beginnt tatsächlich ein komplettes neues astrologisches Jahr und offensichtlich hier auch für dich diese Reise in die Freiheit. Interessant. Okay, I love it. Meine Lieben, ihr habt eine Chance, diese Freiheit zu erlangen. Ihr müsst nur irgendwas tun. Yang symbolisiert die Kraft zum Handeln, die Energie, die die Welt antreibt und die Verwirklichung von Gedanken und Zielen in konkreter Form. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um aktiv zu werden, denn die Dinge gehen dir leicht von der Hand und du kommst mühelos voran. Wenn du vertrauensvoll voranschreitest, wird sich erfüllen, was du dir wünschst. Diese Karte bedeutet neues Leben und ist ein sicheres Indiz dafür, dass Hindernisse überwunden sind. Es gibt keinen Grund zu zögern. Du bist jetzt der Gestalter deines Schicksals. Hier geht es auf jeden Fall auch um erste Schritte in diese neuen Richtungen, konkrete Schritte. Vor allem, wenn du dir erhoffst, dass sich deine Situation dadurch verbessert, dann solltest du das tun. Dann solltest du den Wandel anstoßen, meine lieben Schützen. Sehr gut. Die Freiheit ruft, wirklich. Die Freiheit ruft. Okay. Liebes Universum, ich würde gerne wissen, warum die Hohepriesterin da liegt, beziehungsweise ich möchte die Frage stellen, was sagt dir deine Seele denn gerade? Was ist die Botschaft hier deiner Seele? Weil du bekommst hier Eingebungen, das merke ich. Ne? Also, ja, okay. 8 Kelche, interessant, super. Also deine Seele sagt, oh, das würde mich so glücklich machen, 9 Kelche. Oder deine Seele sagt, ich bin hier nicht mehr glücklich, ne? Ich muss mich hier befreien. Und ich sehe bei diesen 9 Kelchen auch eine Turmenergie. Ne? Das ist eine emotionale Befreiung, weil du irgendwo nicht mehr glücklich bist. Oder weil du vielleicht auch eine Vorstellung hast von dem, was dich glücklicher machen wird, oder weil du Wünsche hast, ne? Wünsche. Aber man muss, ja, interessant, vielleicht auch Beziehungsthemen, ich weiß es nicht, mit dem König der Kelche darunter, aber man muss diesen Wünschen und seinem eigenen Glück vielleicht auch ein bisschen entgegengehen, ne? Man muss erste Schritte da wieder in diese Richtung gehen, sie geht hier immer der Sonne entgegen. Und es kann auch sein, ich will mal kurz den Teufel abklären. Warum der Teufel? Was ist der Teufel? Weil der Teufel ist seine Situation. Die 2 Schwerter, interessant. Die 7 Kelche und die 3 Stäbe. Okay, du siehst, du bist in einer Situation, in der du, glaube ich, siehst, dass es nicht mehr weitergeht, wo du vielleicht auch vor einer Entscheidung stehst. 2 Schwerter, 7 Kelche. Aber du dir nicht sicher bist, ob du diese Entscheidung treffen sollst. Vielleicht hast du Optionen und weißt nicht, welche Option die richtige ist. Oder traust dich nicht, auf dein Herz zu hören? Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, du weißt,
Ja, die 10 Schwerter. Du weißt, was die richtige Option ist. Aber du hast sie noch nicht entschieden. Oder du hast es, ne? Du hast es noch nicht in Gang gesetzt. Warum liegen die 8 Stäbe hier? Das ist das, was dich hier unterstützt. Der Page der Stäbe ist für mich tatsächlich eine Schütze-Energie. Der Page der Stäbe, weil er so von... Ach komm, ich mach das einfach. Das wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Und eigentlich könnt ihr das, liebe Schützen, eigentlich könnt ihr das. Na, das ist so in deiner Energie zurückfinden. Hier. Ich frage mich gerade, ob du heimliche Gefühle für jemanden hast. Ob du hier jemandem deine Liebe gestehen musst. Kann sein. Kann sein, dass du jemandem deine Liebe gestehen musst. Aber kann auch alles andere betreffen. Ich weiß es nicht. Der Page der Stäbe ist tatsächlich mein kleiner Nah. Also um diese große Chance, diesen großen Wendepunkt vom Nah zu bekommen, musst du in die kleine Nah-Energie schlüpfen. Und dem Ganzen, give it a try, höre ich, dem Ganzen einen Versuch geben. Warum liegt denn der Turm zweimal hier? Warum? Okay, die Königin der Kelche. Also, das, was dein Herz und deine innere Stimme dir sagen. Kann ich schon mal sagen, ist das, was du tun sollst. Ich weiß nicht, was dich davon abhält. Im Moment. Weil du hast ja die Hoffnung, dass dann all das, was dir Probleme und Sorgen bereitet, dass sich das dann mehr oder weniger turmmäßig in Luft auflöst. Und ich sehe tatsächlich, Ass der Kelche, der Narr, auch der Page der Stäbe kann eine Chance sein. Ich sehe eine große Chance tatsächlich, dass diese Hoffnung sich erfüllt. Aber du musst vertrauen. Der Narr und der Page der Stäbe. Du musst vertrauen und du musst dieser Energie vertrauen, diesem Umbruch, diesem Wandel vertrauen. Deiner Harakiri-Entscheidung. Ich weiß, also Harakiri klingt immer so unüberlegt. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Unüberlegtes passiert, sondern ich habe eher das Gefühl, es ist so, ich will das unbedingt machen. Meine Seele sagt mir, ich soll das machen. Und dann, im letzten Moment traue ich mich nicht. Im letzten Moment fällt mir doch wieder irgendetwas ein, Teufelenergie, was mich in diese Energie bringt, wo ich dann doch nochmal drüber nachdenken möchte. Ne? Weil ich mir so unsicher bin. Weil, keine Ahnung, kann gesellschaftlich sein, kann Selbstzweifel sein, kann die Familie sein, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo du drin steckst. Aber dir fehlt so das letzte Quäntchen Mut oder das tatsächlich vielleicht auch das letzte Quäntchen Leichtsinn. Mein lieber Schütze, dich hier zu befreien. Ich will mal ganz kurz, ich hätte gerne noch eine Karte hier zu dieser Situation. Eine Karte zur Situation. Du hast Angst, dass deine Intuition, deine Seele dich fehlleitet. Aber die Angst ist völlig unbegründet. Das Einzige, was dich fehlleitet, ist tatsächlich dein Kopf, den immer wieder irgendwas reinkommt, irgendein zweiter Impuls, der dich dann doch davon abhält, das zu tun, was deine Seele dir sagt. Eine Karte zur Situation. Vielleicht kriege ich sie raus. Die 2 Kelche, okay, kann Beziehungen betreffen.
Hier liegt auch so ein bisschen heimliche Liebe, ehrlich gesagt, mit der hohen Priesterin und den neuen Kelchen und hier dem Ast der Kelche auf deiner Angst, dass die nicht erwidert wird. So, kann sein, kann sein. Wenn es für dich keine Liebesthemen sind, dann ist es aber irgendetwas, von dem du dir eine schönere Zukunft erhoffst. Eine Karte noch zu den zwei Kelchen. Ich sehe an der Unterseite des Decks ehrlich gesagt auch noch den Magier. Magier ist Merkur-Energie, ne? Merkur ist unser Kommunikationsplanet. Und hier bei diesen, wie kannst du es anstoßen, liegen auch zwei Kommunikationsenergien. Also es aussprechen, es ansprechen hilft dir in die Freiheit. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du ansprechen musst. Erste Schritte gehen. Eine Karte noch zu den zwei Kelchen. Eine Karte noch zu den zwei Kelchen. Ja, okay. Das ist echt krass, meine Lieben. Es ist wirklich krass, die sechs Schwerter, die eine Karte, die mich verfolgt. Wirklich, keine Legung ohne die sechs Schwerter. Und die sechs Schwerter repräsentieren für mich tatsächlich diese Zwischenweltenergie. Es ist jetzt an der Zeit, meine Lieben, dahin zu gehen, wo du hin möchtest. Gerade mit dem Wagen, ne? In Bewegung zu kommen, in diese Yang-Energie zu kommen, diesen großen Move zu machen. Hier liegt auch irgendwie Reiseenergie ein bisschen. Vielleicht weiß ich nicht, ob jetzt im echten Sinne oder im übertragenen Sinne. Keine Ahnung, vielleicht willst du jemanden besuchen. Buch das Ticket, flieg hin, schau hin, I don't know. Aber hier liegt mit dem Wagen, den sechs Schwertern, dem Turm und dieser Energie und ehrlich gesagt auch dieser Energie und ehrlich gesagt auch dieser Energie, dass du genau das tun solltest, was dein Herz dir sagt. Genau in diese Richtung wirklich aktive, bewusste Schritte machen sollst. Und dann schau, was passiert. Weil ich habe das Gefühl, es passiert was Gutes. Und dass du dir umsonst so viele Gedanken und so viele Sorgen machst, dass dieses, ich weiß nicht, was danach kommt, ne, dieses, ich bin unsicher, was danach kommt, dass du das nur herausfindest, wenn du hingehst, ne, wenn du es probierst, wenn du es tust. Aber ehrlich gesagt, der Wagen spricht auch von Freiheit. Das Universum sagt, Schütze, ich helfe dir in die Freiheit. Ich helfe dir in diesen Neuanfang. Ich helfe dir in dieses neue Kapitel. Aber ne, ich gebe dir die ganze Zeit schon Impulse. Ich sage dir die ganze Zeit schon, was zu tun ist. Aber tun musst du selbst. Und das ist die Energie, die hier liegt. Ins Vertrauen kommen und das zu tun, was sich für dich absolut richtig anfühlt. Und selbst und vielleicht wirklich auch wieder in deine Schütze-Energie finden und zu sagen, ich schmeiße jetzt meine ganzen Sorgen, meine Zweifel, meine Selbstzweifel, alles, was ich denke, dass ich nicht kann und was mich davon abhält, das zu tun. Ich schmeiße das jetzt einfach über Bord und ich finde meine Schütze-Energie zurück und ich mache es einfach und ich gehe da positiv dran. Ne? Es kann, ehrlich gesagt, es kann nur besser werden. Vom Teufel in den Nah, es kann nur besser werden. Die Veränderung, die hier passiert, sie kann nur besser werden als offensichtlich die neuen Schwerter und der Teufel. Meine lieben Schützen. Also, deine Seele ruft nach Freiheit und du solltest diesem Ruf folgen. Das ist die Botschaft dieser Energie. Okay, liebe Schützen, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe, dass es etwas gibt, was dich abhält. Ne? Die zwei Schwerter, die neuen Schwerter der Teufel. Ich versuche herauszufinden, was dich abhält, was deine Blockade ist und wie du diese Blockade überwinden kannst. Ich nehme sehr stark Beziehungsthemen wahr mit den zwei Kelchen und generell dieser ganzen Kelch-Energie. Deswegen werde ich definitiv auch ein paar Love Romance Angels ziehen und schauen, was, ne,
was da möglicherweise in der Liebe eben passiert. Es muss aber nicht die Liebe betreffen, ne? Du wirst wissen, was deine Seele sich gerade wünscht und wo du sagst, ich will freier sein, ich will einfach wieder ich sein, ne? Wir gucken einfach, was da rauskommt, auch was diese große Chance ist, ne? Der Nah auf dem Löwe-Portal sagt mir schon, ja, also diesen Neuanfang, den kannst du haben. Den kannst du haben. Wenn du jetzt da bewusst hingehst, dann kannst du ihn haben. Deswegen fragen wir, was ist dieser Neuanfang und auch was du hier möglicherweise eben zu sagen oder zu tun hast. Genau. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. So, für die Schützen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen. Hör auf deine Seele. Wenn deine Seele dir sagt, mach das, auch wenn es dir eine Scheißangst macht, ne, das Ast der Kelche liegt auf deiner Angst, auch wenn es dir eine Scheißangst macht, mach das, was deine Seele dir sagt. Setz es um, komm von in mir findet dieser Prozess bereits statt, nur im Außen habe ich noch nicht angefangen, ihn zu verwirklichen. Fang an, ne? Yang-Energie. Nimm es in die Hand. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ne? Yang-Energie hat genau diese Botschaft gehabt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, diese Veränderung in deinem Leben einzuleiten, herbeizuführen, richtig, richtig krasse Veränderungen, ne? Mit zweimal dem Turm anzustoßen und in die Freiheit zu kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Freiheit ist, aber kann auch ein Beziehungsende sein, ne? Dass du vielleicht merkst, ich bin in irgendeiner Beziehung nicht mehr glücklich. Dann kann hier liegen, sprich es aus und sag das, hol dir deine Freiheit zurück. Es kann aber auch sein, dass du, keine Ahnung, dass du dich verliebt hast und ja, hier liegt auf jeden Fall auch so ein bisschen heimliche Gefühle. Die Hohepriesterin mit dieser schweigenden Energie, dass du Angst hast, das auzusprechen, weil dein Luftschlösschen, ne, diese schöne Illusion, diese schöne Blase, die man da sich schafft, zerbrochen werden könnte. Ich glaube nicht, dass sie zerbrochen wird. Also sehe ich nicht. Vielleicht hast du, ne, irgendwie Angst vor der Wahrheit. Also ich sehe hier keine Angst vor der Ablehnung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hast du Angst, dein Luftschlösschen zerplatzen zu lassen. Die Energie, die hier liegt, dieses Luftschloss wird nicht zerplatzen, schon gar nicht, wenn es sich so anfühlt. Ne? Die Königin der Kelche, Ast der Kelche, Hohepriesterin. Wenn es sich so anfühlt, wie es sich anfühlt, nach, das ist mein neues Kapitel, das ist das Nächste, was ich machen will, dann do it, ne? Dann folge diesem Herzenswunsch, mach das, befrei dich. Mein lieber Schütze, make the move in die Richtung, in die du gehen willst, da wo du ankommen willst, ne? Diese sechs Schwerter legen an irgendeinem Ufer an. Wenn du an dieses Ufer kommen willst, dann sattel die Pferde und los geht's. Genau. Gut, meine Lieben, mir fällt auch gerade so ein, der Hafen der Ehe. Also wie gesagt, wenn vielleicht willst du dich auch mit jemandem, ne? Vielleicht willst du sagen, hey, du und ich in einer Beziehung, keine Ahnung. Aber deine Seele hat eine ganz klare Botschaft und der darfst du vertrauensvoll folgen, mein lieber Schütze. Genau, und so lasse ich das hier stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für euch. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!